Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet of Things sind nach wie vor die Schlagworte hier auf dieser Messe. Aber ich freue mich ganz besonders, dass wir Ihnen hier bei E-Plan und Sidon die Umsetzung in aktuelle Lösungen zeigen dürfen und zeigen können. Wir haben drei große strategische Themen, die auch von der Kundenseite immer wieder an uns herangetragen werden und auf die wir uns sehr stark fokussieren. Das erste große dieser drei Themen ist die Mechatronik. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir nach dem Preview auf der Hannover Messe dieses Mal unseren Syngenieur live zeigen dürfen. Der Syngenieur, der die mechatronische Zusammenarbeit zwischen den drei verschiedenen Disziplinen, Mechanik, Elektrotechnik und SPS-Automatisierung ermöglicht und damit die Zusammenarbeit signifikant verbessern, Zeit sparen und auch die Anforderungen der Kunden in diesem Feld erfüllen. Wobei nach wie vor jeder der drei Ingenieure in seinem eigenen bekannten Autorensystem weiterarbeiten kann. Der Syngenieur erlaubt es den Codesys-Programmierern von Anfang an in den Prozess eingebunden zu sein. Das heißt, vom ersten Moment erhalten die Informationen, was sich ändert, wie die Maschine entsteht, können mitreden, können sich mit den Kollegen der anderen beiden Disziplinen, dem Maschinenbau und der Elektrokonstruktion, austauschen. Und so haben wir ein Codesys-Plugin geschaffen, welches dem Programmierer erlaubt, die Änderungen, die er an seiner Applikation vornimmt, in den Syngenieur einzuspielen. Dadurch sind die anderen Disziplinen informiert und immer up to date. Das zweite große strategische Thema, über das ich sprechen möchte, ist die Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette heißt, dass wir uns nicht nur mit dem Engineering an sich, sondern mit den vor- und nachgelagerten Prozessen in einer Firma beschäftigen. Oft fängt vieles mit der Konfiguration an. Wir zeigen einen ganz neuen Konfigurator, der Codegenier. Bei uns geht es hier nicht um eine einfache Autokonfiguration, sondern eine komplexe Elektrokonfiguration, mit der der ganze Elektroengineering-Prozess signifikant vereinfacht, verkürzt und in der Qualität verbessert werden kann. Hier zeigen wir erstmals einen Preview auf unserer Messe eines neuen cloud-basierten Konfigurators, der diese Arbeit übernimmt und der für viele unserer 44.000 Kunden sehr, sehr nützlich sein wird. Auch in der Produktion, gerade in Verbindung mit unserer Schwesterfirma Rittal, unterstützen wir die Gesamtprozesse immer tiefer. Hier zeigen wir die Smart Wiring Applikation, die ebenfalls schon mal vorgestellt wurde, die wir nun ab Januar verkaufen werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir mehrere hundert Bestellungen bereits erhalten haben. Mit dieser Smart Wiring Applikation wird dem Shopfloor Arbeiter es wesentlich erleichtert, von wo nach wo er einen Draht führen muss, sodass die ganze Verdrahtung in einem Schaltschrank, die typischerweise 40% der Zeit ausmacht, zum Kinderspiel wird. Innerhalb der Wertschöpfungskette gehen wir auch den Schritt sogar in den Service, in die Inbetriebnahme hinein, wo wir über OPC-UA Daten aus dem Feld auslesen und dann in unserem Elektroschaltplan anzeigen können. Mit dem Use Case Online-Diagnose ermöglichen wir es in diesem Beispiel, einen Kurzschluss auf sehr einfache Art und Weise in der E-Plan-Projektierungssoftware zu lokalisieren. Der Kurzschluss wird über das Moore-Elektronik-System erfasst und mittels OPC-UA an die E-Plan-Software übermittelt und kann so sehr einfach vom Servicetechniker lokalisiert und behoben werden. Das dritte große Thema sind die Daten. Daten werden ja gern als der Treibstoff des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und ich freue mich auch, dass nicht nur die E-Plan-Nutzer, sondern auch externe Nutzer mit dem DXF-Formaten diese Daten mittlerweile nutzen können. Es gibt auch immer mehr Updates, die wir für eine automatisierte Konstruktion, für ein automatisiertes Engineering brauchen, dort hinterlegt werden. Wir von Siemens liefern schon seit vielen Jahren Daten in das Dataportal. Wir liefern Stromlaufinformationen, 3D-Daten und Anschlussinformationen. Und damit kann unser Kunde von der Planung des Stromlaufs über das Design bis hin zur automatischen Verdrahtung alles automatisiert umsetzen. Vor allem der kontinuierliche Datenfluss in das Datenportal ist uns ganz wichtig. Und genau dafür haben wir auch seit Kurzem einen gemeinsamen Versorgungsprozess mit E-Plan implementiert, sodass unsere Daten stets tagesaktuell zur Verfügung stehen. Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass die Anzahl der Hersteller, die ihre Daten im E-Plan Data Portal hinterlegt haben, auf mittlerweile über 170 gestiegen ist. Wir haben über 700.000 Komponenten im E-Plan Data Portal, sodass wir wahrlich auf dem Weg zum Google des Elektroengineering sind, was die Datenvielfalt und die Tiefe der Daten betrifft.